sieht Arbeit in Zukunft aus? Wie wollen Studierende von heute morgen arbeiten? Was macht Unternehmen zu attraktiven Arbeitgebern? Ein Blick in die Glaskugel gibt leider keine Antworten auf diese Fragen. Mit dem Kopfarbeitindex KAI hat das Fraunhofer IAO eine wissenschaftliche Methode entwickelt, um diesen Fragen auf den Grund zu kommen. Dazu befrage ich Herrn Figge von der Firma Hayworth. Sie sind einer der weltweit führenden Büromöbelhersteller in Europa und beschäftigen sich ja per se mit der Gestaltung von Arbeitsräumen und Umgebungen. Was glauben Sie denn, macht ein Unternehmen attraktiv als Arbeitgeber? Ein attraktives Unternehmen geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein. Und insofern gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Das Büro von heute muss so oder so aussehen, weil es eine sehr große Diversität gibt, sowohl an Generationen, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, als auch an Kulturen. Und wir leben in immer stärker zusammenwachsenden Unternehmen mit unterschiedlichen Kulturen. Und ein erfolgreiches Unternehmen geht einfach auf diese unterschiedlichen Ansprüche ein und macht sie so gut als möglich vereinbar. Man hört ja heute viel die Schlagwörter Flexibilität, Mobilität, jeder soll von überall arbeiten können. Wo sehen Sie denn die richtige oder optimale Mischung für die richtige Life-Work-Balance? Also erstmal reden wir nicht von Work-Life-Balance, weil eine Balance ist ja immer zwischen zwei unterschiedlichen Dingen. Und nachdem das Leben ja nichts Negatives ist, sondern etwas Positives, müsste ja dann die Arbeit was Negatives sein. Und das ist mir vom Umgang mit dem Thema Arbeit eigentlich schon unpassend. Wir reden da von dem Life-Rhythm, der Aufeinanderfolge von öffentlichen und privaten Lebensabschnitten. Und ich denke, dass der Ausgleich dazwischen oder die richtige Struktur, die richtige Abfolge jeder Mensch für sich individuell entwickeln muss. Was wir aber alle miteinander lernen müssen, ist letztendlich verantwortungsbewusst mit dieser Flexibilität und Mobilität umzugehen. Das bedeutet nicht immer und überall erreichbar zu sein, sondern das bedeutet Gestaltungsfreiheit zu haben, wann und wo man erreichbar sein möchte, aber auch wann und wo man nicht erreichbar sein möchte. Und das kann sich nicht mehr an starren Strukturen der Vergangenheit orientieren, sondern bedeutet letztendlich schon, dass die gesamte Zeit und auch alle Orte für das Thema Arbeiten, aber auch genauso für das Thema Freizeit und Leben in Frage kommen. Dann danke ich Ihnen für diese Einschätzung und wir sind sehr gespannt, was unser KAI-Index noch an Erkenntnissen bringt.